Die Sims Mittelalter. Nicht die Sims 3 Mittelalter, sondern nur Sims Mittelalter. Es ist ein alleinstehendes Spiel, okay? Und ich zeige euch jetzt auch, warum. Ihr beginnt mit einem Königreich, das von einem König regiert werden muss. Ihr müsst also ähnlich wie bei den anderen Sims-Spielen auch einen Sim erstellen, der dann die Rolle des Königs übernimmt. Dann sucht ihr euch im Questbuch ein Abenteuer aus. Dazu kommen dann noch berufsspezifische Aufgaben, die jeden Tag erledigt werden müssen. Ein König muss Gesetze verfassen, ein Schmied muss Schwerter reparieren, ein Barde muss Gedichte schreiben und so weiter. Wenn ihr Abenteuer aus dem Questbuch erledigt, dann gibt's Belohnungen in Form von Erfahrungspunkten, Geld und auch für das Königreich wichtige Elemente wie zum Beispiel Sicherheit oder Kultur. Wenn euer Königreich wenig Sicherheit habt, dann werden eure Sims öfter ausgeraubt, von daher ist es schon wichtig, die Aufgaben in einer bestimmten Reihenfolge zu erledigen. Es gibt die aus Sims 3 bekannten Grundbedürfnisse wie Sauberkeit, Harndrang oder soziales Leben nicht mehr, sondern nur noch Hunger und Energie. Hallo, ich bin Königin Retardendor und ich habe schon 20 Bier getrunken, aber ich muss gar nicht auf Klo. Ich weiß nicht mal, was das ist. So, und weil ich auch nicht weiß, was eine Dusche ist, renne ich jetzt den ganzen Tag mit meiner vollgeschissenen Hose rum. Wie eine echte Königin. Was? Es gibt keine Grundbedürfnisse mehr, sondern nur noch einen Konzentrationsbalken. Und ihr könnt eurem Sim Gutes tun, wie zum Beispiel auf Klo gehen, damit der Konzentrationsbalken in den grünen Bereich steigt. Denn sonst bekommt ihr für die Erfüllung von Aufgaben weniger Erfahrungspunkte, weil ihr unkonzentriert wart. Was ich von Sims Mittelalter erwartet habe. Ich hab einen Sim und dann skille ich den, dass der voll der starke Ritter wird oder mehr so ein total schlauer Zaubertränkemeister. Und ich bekomme durch Abenteuer Erfahrungspunkte, die ich dann verteilen kann. Ey, das wird so cool wie Morrowind oder Oblivion, nur mit auf Klo gehen. Wow. Was ich bekommen habe. Vorgefertigte Berufe. Immer wieder gleiche Aufträge. Abenteuer in Form von Wartebalken. Ein total langweiliges Levelsystem. Skills und besondere Fertigkeiten, die sich von alleine verteilen. Und alle Bedürfnisse, die man aus Sims 3 kennt, sind weg. Es gibt auch keine Fähigkeiten mehr, wie Kochen oder Angeln oder Mechanik oder sowas. Ach ja, wenn man einen Sim erstellt, gibt es nicht mal mehr die Option, sich ein Oberteil unabhängig von der Hose auszusuchen. Es gibt nur noch einen Teiler. Naja, und ich könnte jetzt immer weitermachen und erzählen, was es alles im Vergleich zu Sims 3 nicht mehr gibt. Aber da könnte ja jemand Schlaues ankommen und sagen, ey, pass mal auf, es ist nicht Sims 3 Mittelalter, sondern ein alleinstehendes Spiel, okay? Es ist auch nicht Sims 4 Mittelalter. Es hatte niemals den Anspruch, besser zu sein als Sims 3. Bam! Und da würde ich als Antwort geben, ja, scheiße. Sims 3 war so, wie es ist, aber in Ordnung. Und Sims Mittelalter ist nicht nur geschichtlich, sondern auch spielspaßmäßig ein ganz weiter Schritt zurück. Ich hatte schon nach kurzer Zeit keinen Bock mehr, das zu spielen, obwohl ich das Mittelalter-Thema mag. Ich fand Sims Mittelalter nicht gut. Aber man kann es spielen, wenn einem eh grad total langweilig ist. Und deshalb bekommt das Spiel von mir eine zu 55% ausgefahrene Radio-Antenne. Neues von Nerd. Jeden Tag das gleiche Problem. Was soll man bloß anziehen? Jetzt ist Schluss damit. Schluss mit Kleidern von der Stange. Jetzt gibt es Kleider von der Rolle. Der Nerdsuit. Der Nerdsuit passt sich dank seiner ergonomischen Polypropylenmatrix perfekt deinem Körper an. Wo immer du bist, der Nerdsuit ist bei dir. Beim Arbeiten. Beim Spielen. Beim Essen. Beim Spielen. Beim Essen, beim Spielen, beim Essen. Und geschieht mal ein Missgeschick? Kein Problem, dank Nerdsuit. Und mit dem Cut Assistant passt du den Nerdsuit deinen individuellen Bedürfnissen an. 1, 2, 3, 4 Arme, kein Problem. Der Nerdsuit. Einfach reinschlüpfen und wohlfühlen. Tja, ich würde jetzt gerne einen Bekannten von mir für die Friends-Rubrik vorstellen, aber irgendwie fühle ich mich nicht gut. Ich sehe überall gewisse Dinge. Vielleicht kann mir ein Verhaltensforscher helfen. Was ist das Erste, was Sie denken, wenn Sie dieses Bild sehen? Penis!
Ach, das reicht als erklärendes Intro. I presentiere my friend Richie, a.k.a. Dead Born Child, das totgeborene Kind. Ach, nennt ihn einfach Richie. Oder Penis. Ja, nennt ihn Penis. Hier seht ihr Penis in der grandiosen Umsetzung von 51 Filmen, 197 Sekunden. Simpsons. Nein! Hangover. Wo kommt das Baby her? Die Passion Christi. Penis hat noch nicht so viele YouTube-Videos, dafür aber eins mit einer extrem berühmten Persönlichkeit. Resident Evil. Resident Evil 2. Resident Evil 3. So, und jetzt zeigst du uns doch mal, wie du deine tollen Synchros machst. Team America. Mach das geheime Zeichen! Alice im Wunderland. E.T. Ja, ich benutze den Movie Maker von Windows auf dem Mac, weil ich bin Code Mirror und ich kann das. Ey Mann, wo ist mein Auto? Ey Mann, wo ist mein Auto? Krabbert. Independence Day. Willkommen auf der Erde, Arschloch. Tja, schaut doch einfach mal auf dem YouTube-Kanal Dead Born Child vorbei, wenn euch die Videos von Penis, ich meine Richie, gefallen haben. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt gesendet werden darf, weil ich so viel Penis gesagt habe. Aber zum Glück habe ich ihn nicht genannt. So nenne ich ihn immer privat. Also, Dead Born Child, YouTube, Penis! Hey Leute, ich bin's wieder, die Angie. Ich habe einen Erfahrungsbericht vorbereitet mit dem Thema die Stadt Bremen und warum die voll geil ist, weil Cult Mirror da wohnt. Als erstes haben wir dicke Polizeieskorte gekriegt und sind dann mit unseren bonzenmäßigen Politiker-BMWs nach Bremen reingefahren. Ich musste erst noch aufs Klo, die anderen haben sich aber schon mal umgeguckt. Hallo, wo ist meine Frau? Wo ist meine Frau? Oh ja, ich bin hier. Oh Mann, Bremen ist voll toll. Hey, hallo oder moin moin, wie man in Bremen sagt. Ja, hallo, ja, ich freue mich. Hallo, du dumme Kuh. Guck mal, ist voll schön hier, der Bremer Dom und so. Der Busch. Ja, guck mal, hier sind jetzt die Bremer Stadtmusikanten im Hintergrund, aber die sind mega unspektakulär. Ja, wir sind ja zu viert, wir können die Bremer Stadtmusikanten nachspielen. Du bist der Hund und ich bin die Katze und... Ich bin das Hündchen. Ja, ich dachte schon, der Esel. Als ich fertig mit Pipi machen war, sind wir alle zusammen in Bremen rumgestratzt und ich habe interessante Sachen erfahren. Hallo. Und jetzt Kraus und Knipp und Grünkohl mit Pinkelwurst. Ist in Pinkelwurst Pipi drinne? Oh nein, Pinkelwurst besteht aus Getreide und Fleisch. Bist du dumm oder so? Ach so, das wusste ich nicht. Sind das da Scharfschützen? Nein, wir sind Fotografen. Das hier ist eine Kamera. Stellt euch doch mal alle in einer Reihe auf. Wir haben uns in einer Reihe aufgestellt, aber die Polizei hat die Fotografen mitgenommen. Trotzdem hatten wir viel Spaß. Mickey Maus! Labert. Beachte sie gar nicht, sie ist manchmal ein bisschen komisch. Was macht ein Leprakranke beim Fußball? Er fault! Ich hab nicht zugehört, worüber lachen wir nochmal? Lame. Und am Ende sind wir in den Bremer Dom gegangen, weil wir sind ja CDU, Christen und so. Musste sein. Liebe Gemeinde. Jesus, der lustige Hippie, wird uns von unseren Sünden befreien, die wir von einer Frau bekommen haben, die aus einer Rippe geschaffen wurde und die von einer sprechenden Schlange einen Apfel angeschnackt bekommen hat. Lasset uns beten. Lieber Gott, lass mich beim Wahlkampf gewinnen. Tschüss, deine Angie. Ja, das war unser schöner Tag in Bremen und mein Bericht ist jetzt zu Ende. Bis dann. Oh, sie hat Cold Mirror gar nicht erwähnt. Ich verzieh mich. Ciao. Kinder, was geht? Ich hab gehört, das Thema Bälle ist gerade total angesagt. Darum habe ich im Internet eine Challenge gestartet. Mach irgendwas mit einem Ball, beziehungsweise Bällen. Genauso meine ich's. Bälle. Los geht's, Digga. Ich guck mal, was ich damit so machen kann. Mehr davon!
jetzt was mit großen Bands. Irgendwie ist das mit denen nicht so einfach. Das hier ist der Ball, den ich benutzen werde. Er ist ein Katzenspielzeug. Okay, und was machst du damit? Widerlich! Bälle muss man doch gekühlt essen! Ich kann so.